Wir werden heute in der Bundestagsfraktion natürlich über das Thema Europa reden. Und für Europa gilt der Grundsatz, wir sind solidarisch, wie wir es schon bisher waren. Und es gibt keine Leistung ohne Gegenleistung. Das war immer schon unsere Position und dabei wird es auch bleiben. Und Wolfgang Schäuble hat völlig recht, wenn er erklärt, Deutschland trägt keine Verantwortung für das, was in Griechenland geschehen ist, sondern das muss auch der neue Ministerpräsident wissen. Es war ein Versagen der Eliten in Griechenland und jetzt müssen jetzt endlich auch mal die Steuern eingetrieben werden bei den Reichen. Und wir bleiben dabei, das, was wir vereinbart haben, gilt. Zu Recht weisen andere Länder wie Spanien und Portugal darauf hin, dass auch sie sich an die Vereinbarungen halten müssen. Und deswegen sind wir auch in der Bundestagsfraktion bei unserem Kurs. Und ich kann nur sagen, jede Veränderung muss ja auch durch den Deutschen Bundestag beschlossen werden. Und deswegen kann ich der Fraktion sagen, wir können das in aller Ruhe abwarten, was aus Griechenland kommt. Ohne eine Entscheidung im Bundestag ändert sich nichts. Und wir bleiben bei unserem Grundsatz. Solidarität ja, aber Leistung und Gegenleistung müssen zusammenpassen.